Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es mal wieder um unsere Insel, meine Insel Fuerteventura. Es geht um nostalgische Bilder aus den 60er Jahren, manche vielleicht sogar ein bisschen früher. Es ist einfach mal wert, sowas anzuschauen. Die Halbinsel Jandía von La Parette ab bis unten zum Inselende gehörte damals einem deutschen Gustav Winter. Warum auch immer, da wird einiges drüber erzählt. Dieser Gustav Winter verkaufte oder vielmehr verschenkte damals ein Grundstück wiederum an drei Deutsche, die 1964 dort mal gewesen sind. Die haben ein Hotel erbaut, das erste Hotel überhaupt auf Fuerteventura bzw. auf dem Inselende Fuerteventura, Jandía, das Casa Atlantica. Danach folgte der Robinson Club, danach wurde das Atalaya erbaut und es ging immer so weiter, so wie es heute aussieht. Schaut einfach mal rein, geht nur 4 Minuten. Bis nächstes Mal, ciao!